Die botanischen Gärten dienen der Forschung und der Lehre an den Universitäten und sind so in dieser Richtung ausgestattet. Natürlich hat sich innerhalb der Zeit das Verständnis der botanischen Gärten gewandelt, so wie wir früher nicht reisen konnten, hat man in die botanischen Gärten die exotischen Pflanzen reingebracht und dort kultiviert. Für die Forschung, auch für den Unterricht. Und das hat natürlich auch die Menschen angezogen. Die haben gesagt, da sind schöne Pflanzen, die blühen gerade in den Gewächshäusern. Ja, die müssen wir uns jetzt anschauen. Und so sind die botanischen Gärten nicht in der Forschung, in der Lehre beheimatet, sondern auch in der Öffentlichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Student, ja, studieren Biologie vielleicht und jetzt wollen Sie hier was Praktisches lernen und Sie wollen aber auch Sachen kennenlernen, die Sie bis jetzt nicht gekannt haben und dafür können Sie nicht durch die ganze Welt fahren. Ne? Und so haben wir hier die Möglichkeit, einen sehr engen Raum sehr viele Sachen zu zeigen. Ja? Von Heilpflanzen, wir sind jetzt im Apothekergarten, bis zu den Pflanzen am Teich oder bestimmte bunte Wiesen, ja, welche die Biodiversität dort ist, bis zu den Gewächshäusern. Also Sie können auf engen Raum sehr, sehr viel erklären, sehr, sehr viel zeigen. Die ganze Lehre wurde digital umgestellt. Jetzt kennen Sie natürlich, manche Sachen kennen Sie zu Videos machen, manche Sachen können Sie nicht vermitteln. Ja? Wenn ein Messgerät, dann Sie können nicht am Display ständig was zeigen und die Pflanze dazu und erklären. Sie müssen einfach die Hand auch drauf anlegen, ja? Damit die Studenten wirklich was lernen. Ne? Das ist so, wie wenn Sie einen Patienten nur per Video operieren würden, geht auch nicht. Ne? Also wir haben dann entschieden, welche Teile wir dann bei Videos vermitteln und welche Teile wir in Präsenzunterricht machen. Das haben wir dann mit dem Corona-Team dann abgeklärt und haben dann viele Videos gedreht für den Unterricht. Insgesamt glaube ich 11 Stück sind das. So in der Länge zwischen 15, 20 Minuten. Ja. Sie kennen das ja, von der Aufmerksamkeit ist es schon an der Grenze dann, aber Sie müssen auch was vermitteln. Ne? Und so sind also sehr spannende Unterrichtsvideos entstanden, natürlich nicht so professionell, aber sehr schön. Und diese müssen sich die Studenten anschauen, weil die sind auch prüfungsrelevant und die sind dann im Moodle verfügbar. Und dann klicken sie das an und wird ihnen dann der Bauerngarten vorgeführt oder die Ackerwildkräuter. Und das kommt gut an, aber es ersetzt den Präsenzunterricht nicht. Ja, ich mache meine Videos auch für die Vorlesungen, also das spreche ich auch in die Frontkamera von dem Tablet und so, nehme ich mich auf. Und dann kommen sie zu den praktischen Übungen und sagen den Studenten, eigentlich wissen wir, wie groß sie überhaupt sind oder wie sie ausschauen. So, also nicht nur so vom Bildschirm. Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob sie, also die Präsenzlehre kann man nicht vollständig zu online machen, das geht nicht. Zunächst mal war die Uni ganz zu, ne? Auch der Botanische Garten, das haben auch viele nicht verstanden, aber es ist einfach ein geschützter Raum, 28 Hektar, wir haben gesagt, wir können das nicht überwachen und das war also für die Studenten auch nicht möglich herzukommen. Aber mit den ersten Öffnungsschritten haben wir gesagt, gerade weil der Garten zu ist, gerade dann können wir hier das für den studentischen Unterricht nutzen, unter Maßgabe der ganzen Hygienevorschriften, Abstände und so weiter. Und gerade für diese großen Freiflächen bieten sich richtig an, dass die Studenten herkommen können und hier dann ihr Unterricht haben. Unsere Wiesen sind sehr, sehr schön. Etwas, was Sie eigentlich früher viel in der Landschaft hatten, aber durch diese starke Düngung und sehr intensive Landwirtschaft und Gülle und so weiter haben sich die Wiesen sehr verändert und sind unglaublich monoton geworden. Und da blüht fast nichts mehr, ja, außer Löwenzahn im Frühjahr. Ne? Wir haben 40 Arten, ja, dort auf einem kleinen Fleck, wenn wir das mit den Studenten zählen und aufnehmen.
Und da kommen natürlich verschiedene Aspekte im Jahr, ja, von die Margaritenblüte ist dann im Frühjahr unglaublich schön, dann ist der ganze botanische Garten weiß und das wird dann von Gelb abgelöst und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr schön und das ist leider dann, haben die Besucher diesmal nicht sehen können und sie waren uns auch sehr böse deswegen. Bis auf Weiteres ist es so, dass nur ein Eingang, also von der Universität, geöffnet ist. Und wir unter der Woche die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt haben, erst ab 15 Uhr. Am Wochenende ist es normal, also so wie immer, von 9 bis 20 Uhr geöffnet. So, das ist jetzt für die Besucher. Für die Führungen haben wir jetzt auch ein Konzept entwickelt und ist genehmigt, dass wir Kleingruppen, so wie das die Landesmaßgabe ist, also bis 10 Personen inklusive Führer, diese sich weiterhin wieder anmelden können, werden ganz normal geführt. Also geführt zu den Themen, die da sind, unter Maßgabe der ganzen Hygieneabstände und so weiter. Also das funktioniert jetzt wieder, allerdings begrenzte Gruppengröße. Wir haben auch Angebot für die Klassen, in das grüne Klassenzimmer. Und dort läuft es auch wieder an. Also das hängt jetzt natürlich von den Maßgaben, wie das in den jeweiligen Schulen dann gestaltet wird. Aber wir können auch die Naturräume den Kindern zeigen und Jugendlichen, je nachdem welche Klasse. Da haben wir schon einige jetzt Angebote da, die jetzt nicht am engen Raum des grünen Klassenzimmers sind, weil da können wir die Abstände, was sie in den Klassen haben, nicht gewährleisten. Also unser Unterricht findet dann im Freien statt. Hier im Apothekergarten ist sehr viel gut beschriftet, ja, gut dokumentiert. Und, was mir am Herzen liegt, sind die Schätze der Natur und wie das im menschlichen Leben, in der menschlichen Wahrnehmung quasi die Pflanzen auch oder die Wirkung der Pflanzen auch verloren gegangen ist, ja, die Bedeutung der ganzen Pflanzen. Vielleicht, wenn wir da nach unten schauen, ja, haben wir dann den Spitzwegerich, das weiß man vielleicht gegen Mückenstiche und so, ne, dass man die Blätter dann auf die Stiche dann drauf reibt. Ja. Oder die Kamille, ja, verschiedene jetzt Arten. Die römische Kamille oder hier weiter die echte Kamille, die ist ein bisschen klein. Oder auch der Nelkenwurz, also die ist schon verblüht. Ja, sind also, oder diese Blutwurz, ja, Potentilla. Also das sind viele Pflanzen, die wir auch so in der Natur finden, die für uns nichts Besonderes sind. Und trotzdem haben sie heilende Wirkungen. Also, und diese Wirkungen zu behalten, also diese Wertschätzung der Natur und der Schätze der Natur, das ist mir wichtig, dass sowas der Botanische Garten vermittelt.